So, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt bei meinem neuen kleinen Abenteuer. Hochtrabend steht hier schon irgendwas mit 34 Stunden Wach und 16 Minuten Schlaf und irgendwelchen Kilometerzahlen. Tatsächlich war diese Tour eine Herausforderung für mich. Ich habe das Thema Powernap für mich entdeckt, habe es jetzt schon ein paar Mal angewendet und habe jetzt einfach ausprobiert, wie man das so an die Spitze treiben kann. Ich bin um 9 in der Früh aufgestanden am Samstag, habe meinen Tag ganz normal verbracht, bin abends sogar noch auf ein Konzert gegangen und dann um 22:45 Uhr bin ich los von München, los Richtung Gardasee. Ich habe es vorher auf der geplanten Route gesehen. Es ging auch nicht an den nördlichen Teil vom Gardasee, sondern an den südlichen Teil vom Gardasee. So, ich höre jetzt auf zu quatschen, weil wahrscheinlich quatsche ich gleich wieder im nächsten Video und da werde ich wahrscheinlich auch alles erklären. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz zum Schluss, am Ende des Videos, da resümiere ich dann natürlich auch nochmal, wie das so funktioniert hat mit diesem Powernap. Also, macht es gut, viel Spaß euch. Servus. 23:20 Uhr. Ich bin allein auf weiter Flur. Nein, nicht weiter Flur, in einem Wald. Ich fahre gen Süden. Was soll das? Ich fahre zum Gardasee, da treffe ich mich mit ein paar Kumpel für ein paar Tage am Gardasee ausspannen. Ich bin jetzt um 23 Uhr noch was losgefahren und gerade von München, Bad Tölz, Silbenstein, Aachensee, Aachensee, Inntal, Brenner und Sterzing, Bozen, Trento. Jo, 410 Kilometer sind es dann insgesamt bis Peschiera del Garda, also ganz im Süden vom Gardasee. Und da will ich am Abend bzw. am späten Nachmittag da sein. Jetzt bin ich gleich in Unterhaching. Es gibt nicht viel zu sehen, also belästige ich euch nicht weiter mit meinem Gelabere. Es kommt dann hoffentlich bald der Sonnenaufgang. Für mich in 6 Stunden, für mich, für euch schon relativ bald. Also, habet Ehre, macht es gut. Der Nebel. Geil. Ich sehe fast nichts mehr. Jetzt muss ich meine Stirnlampe ausmachen, sonst sehe ich nichts. Ah, das ist ja weg daneben. Passt, geil. Ah.
5.20 Uhr ist es und ich bin jetzt gerade aus Altrans raus. Lanz oder so kommt jetzt. Und ja, ich bin schon auf dem Weg auf den Brenner auf. Der Vollmond ist brachial, es ist unfassbar. Ich kann ohne Licht fahren. Es ist unglaublich. Und jetzt ballern sie hier zum Teil Böller. Ich weiß gar nicht, um 5.20 Uhr. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht hören wir noch einen. Na, hören wir keinen. Mir geht's ganz gut. Bin fit. Jetzt, da war wieder einer. Bin fit. Komisch eigentlich. Naja, lassen wir's so. Ah, leck, ist das laut. Spitze. So, jetzt ist es nach 6 Uhr. Jetzt schlaucht es schon langsam ordentlich. Es wird anstrengend. Da hinten geht allerdings die Sonne schon langsam auf. Die Dämmerung ist schon da. Ist auch schön. Ja, aber. Ganz fetter Kreuzbirnbaum. Ich weiß nicht, ob man es sieht oder hört, aber der Gegenwind ist ganz schön extrem. Vielleicht sieht man es da an dem Bammel ein bisschen. Ja, schlaucht alles. Aber mei, ich muss jetzt weiter. Ich habe so Lust auf ein Frühstück in Italien. Ist ja nicht mehr weit, glaube ich. Boah, der Gegenwind ist so abartig. Leck mich doch mal. So, eigentlich wollte ich jetzt gar nicht mehr anhalten, jetzt müsste ich aber doch. Ich bin in Kürze am Brenner oben. Da nochmal lang. Und muss kurz anhalten, weil es schaut schon faszinierend aus, dieser Schlauch hier, diese Autobahn und dieses enge Tal. Also ich kann diesen Tiroler Hauptmann da verstehen, der da diese Fahrverbote die ganze Zeit in Kraft setzt. Entgegen alle Regeln, so ein bisschen Trump-mäßig. Aber ich kann ihn verstehen. Es reicht ja, wenn die Autos auf der Autobahn fahren. So, und jetzt 7 Stunden 38 bin ich aktiv gewesen. 173 Kilometer bisher. Und ja, ich bin um 22.45 Uhr losgeradelt. Und jetzt ist es
7.35 Uhr. Also sind 7, 9, nicht ganz 9 Stunden. Ja, also nicht ganz eine Stunde Pause gemacht. Italien, da bin ich. Wie schön. Entlohnt für alles. Ach, so geil. Bin überhaupt nicht mehr müde. Jetzt kann ich weiter radeln. Gardasee läuft. Ganz schön zapfig gerade. Aber schön. Jetzt radel ich auf dem Radweg runter. Ein leeres Sterzchen. Schön. Diese geilen Kirchen hier überall. Wahnsinn. So schön. Was wachsen denn hier? Kiwis. Einfach so. Links an der Straße. Die Radwege sind hier schon schön. Dennoch in der Nacht würde ich auf jeden Fall die Straße fahren. Aber jetzt so untertags ist auf der Straße zu viel los natürlich. Auf dem Radweg natürlich auch ein bisschen was. Aber das lässt sich einkalkulieren. Auf der Straße jetzt nicht so ganz. Putzen. Yeah. Ja, jetzt sind es nach Bozen noch 150 Kilometer nach Peschiera. Ich bin schon gut zart.
müde. Das Besondere war ja, dass ich gestern ganz normal tagsüber aufgestanden bin, um 9 in der Früh. Und somit nicht vorgeschlafen habe, wie ich es ja sonst mache. Sprich, ich bin jetzt seit, ja, irgendwas 30 Stunden circa wach. Ich spreche irgendwie auch schon langsamer. Keine Ahnung. Ja, so geht es jetzt noch 150 Kilometer. Ich habe es mal geschwind in Komoot eingegeben, der sagt 6 Stunden. Ja, wenn dem so ist, ist es nicht so toll. Weil ich habe natürlich heute Abend was vor. Ich will ja was trinken gehen mit meinen Leuten. Egal wie oft ich das sehe, ich finde es immer wieder geil. Was sind das für geile Berge? Wahnsinn. Mich hat jetzt ein leichter Optimismus ergriffen. Ob er trügerisch ist, weiß ich nicht. Aber ich fahre gerade so 30, 35. Trotz leichten Gegenwind. Die verbleibenden 120 Kilometer könnte ich so in 4 Stunden bewältigen, wenn ich keinerlei Pause machen würde und im Schnitt 30 fahren würde. Bin natürlich jetzt schon müde. Bin mir nicht sicher, ob ich das schaffe, aber ich muss es halt sehen. Aber es geht mir jetzt gerade ganz gut. Deshalb dieser Optimismus. Und dass ich gerade was gegessen habe, wird sich ja wahrscheinlich jetzt dann auch demnächst mal auswirken. Auf jeden Fall mache ich jetzt Intervalle. Ich gebe immer mal ein bisschen mehr Gas, dann ein bisschen weniger, dass das Laktat wieder abgebaut werden kann. Weil ich meine, so insgesamt schneller zu sein, weil ich mich halt relativ gut auch bei meinem normalen Radeln kann ich relativ gut mich erholen und Laktat abbauen. Also sollte das eigentlich eine gute Idee sein, hoffe ich. Oder ich übersäuere total, wer weiß. Schauen wir uns nochmal die Berge da an. Wahnsinn. Sowas von geil. Das ist dieses Südtirol, das macht mich fertig. So, jetzt habe ich so ein Speed-Nickerchen ausprobiert. Ja, habe mich hingesetzt, hergelegt, die Uhr gestellt, mich dann noch was getrunken, was gegessen, 20 Minuten. Jetzt hat es geklingelt, jetzt stehe ich auf und radel weiter. Oh Gott. Ich freue mich auf die nächsten 100 Kilometer mit diesem Gegenwind. Gottes Willen. Ich habe ja schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, leichten Gegenwind zu haben, aber er ist jetzt deutlich stärker geworden. Da vorne ist Trento. So, jetzt ca. 15 oder 20 Kilometer nach meinem 16 Minuten Powernap kann ich da ja mal ein kleines Resümee ziehen. Ich bin danach immer mit 30 gefahren ungefähr. Also deutlich schneller als davor. Es hat mir gefühlt sehr viel Energie gebracht. Trotz Gegenwinds fahre ich nicht langsam. So mit 28, 29. Und sieht aus, als hätte es was gemacht.
wahnsinnig schön hier. Ich bin hier erst einmal in meinem Leben entlang gefahren. In meiner großen, mein Vierteiler, wo ich Richtung Sizilien geradet bin. Sonst fahre ich ja eher immer in den Nordteil vom Gardasee. Ja, aber hier ist auch schön. Wunderschön. Und die Feigen schmecken auch hervorragend. Richtig hervorragend. Gerade ist es richtig geil. Ich habe noch weniger als 40 Kilometer, 36. Es wird langsam kühl, es ist 17 Uhr noch was, 17.10 Uhr. Das Ziel rückt näher. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich bin null müde. Wie kann denn das sein? Wie kann man denn nicht müde sein? Aber okay, dieser Nap hat wahnsinnig was geholfen. Hammer, ich habe auch keinen Kaffee getrunken seit heute Morgen um 5 in der Früh. Also daran liegt es auch nicht. Ich habe nichts mit Koffein getrunken, außer zwei Dosen Cola. Also es ist kein Aufputschgüll oder sowas. Es ist einfach nur auch keine Red Bull, nix. Noch 23 Kilometer. Genau die richtige Zeit für einen letzten Energieträger. Meine Rahmenbanane. Ich habe sie bis hier aufgehoben und jetzt wird sie verköstet. Das rentiert sich. Gerade zufälligerweise den Janis getroffen. Ich kannte ihn jetzt noch gar nicht, aber er folgt mir auf Instagram, hat mich gleich erkannt. Immer wieder irgendwie komisch. Und der ist heute nach Griechenland Bikepacken und hatte dann eine Lebensmittelvergiftung. Und ist dann mit der Fähre von Albanien zurück nach Italien und jetzt radelt er heim. Ja, schon immer lustig, was man so für Menschen trifft. So, der gleiche Schlag halt irgendwie. Aber ich habe mir auch schon überlegt, mal nach Griechenland zu radeln. Noch 11 Kilometer. Ach, jetzt bin ich echt happy. Sehe ich da? Das ist etwa der Gardasee. Ich bin da in Peschiera del Garda, ganz im Süden vom Gardasee. Ich habe es geschafft. Man versucht, dass ich davor nicht geschlafen habe.
Also ich bin seit 9 Uhr morgens wach. Gestern hat funktioniert und mein Powernapping hat auch funktioniert. Unglaublich gut. Also 16 Minuten Schlaf macht so viel aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist völlig krank. Und 430 Kilometer, keine Ahnung, wie viele Meter. Ich habe mein Garmin-Ladekabel verloren. Da ist noch 8% auf der Uhr. Und die muss jetzt noch synchronisieren. Ich weiß nicht, ob sie das schafft. Bin mir nicht sicher. Das habe ich auch wahrscheinlich bei der Fahrt verloren. Jetzt hat sie ärgerlich. Naja, ansonsten. Ist das nicht geil? Für sowas macht man sowas okay. Vielleicht auch fürs Bier. Was jetzt dann auch noch.